Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Mr. Workaholic und ich möchte dich bitten, ein Abo dazulassen, falls du dies noch nicht getan hast. Außerdem wäre es gut, wenn du die Glocke aktivierst, um keine meiner Videos zu verpassen. Du siehst, ich habe hier schon ein paar Sachen aufgebaut und möchte daraus heute ein Dessert herrichten. Bevor ich das aber mache, muss ich alles noch einmal kurz weg. Denn bevor ich ein Dessert herrichte, ist es ganz wichtig, dass ich mir die Hände wasche, denn ich habe immer Viren und Bakterien an meinen Händen. Das hat jeder Mensch, das ist normal, deswegen einmal gut mit klarem Wasser abwaschen. Solltest du mit Seife oder Desinfektionsmittel noch hinterhergehen, solltest du hinterher noch einmal mit klarem Wasser abwaschen, denn du möchtest weder Seife noch Desinfektionsmittel gerne mitessen. Was du auch gerne gar nicht mitessen möchtest, ist Pestizide oder sind Pestizide, die auf Früchten, also Obst und Gemüse immer drauf sind. Das habe ich mir gespart, denn ich habe hier Schattenmoränen gekauft anstelle von Kirschen. Frische Kirschen haben natürlich Pestizide drauf, deswegen sollte man sie abwaschen. Schattenmoränen sind allerdings bereits gewaschen, eingelegt und entkernt. Deswegen sehen meine Kirschen auch hier ein bisschen zerfetzt aus. Das aber nur am Rande. Meinen Kräutertee habe ich mehr als 10 Minuten ziehen lassen. Ganz wichtig, denn der Geschmack soll hier möglichst intensiv sein. Wenn ich ihn trinken wollen würde, hätte ich ihn so um 3 bis 5 Minuten ziehen lassen. Reichen. Aber für mein Dessert sind mehr als 10 Minuten wichtig. Genau. Dann habe ich noch Materialien, halt mein Dessertglas und ein Teelöffel und mehr brauche ich auch gar nicht. Gebe jetzt deswegen meine Kirschen, ich rede jetzt nur von Kirschen anstelle von Schattenmorellen. Übrigens, das sind Sauerkirschen. Falls du frische Kirschen kaufen möchtest, dann Sauerkirschen. Süßkirschen gehen zwar auch, aber würden dann anders schmecken. Ich gebe jedenfalls meine Kirschen, Schattenmorellen, Kirschen sind es, einfach in meine Dessertschale. Hoppla. Mein Tisch ist auch sauber, den habe ich abgewaschen vorher. Und meinen Kräutertee, den kippe ich jetzt nicht einfach drauf, weil dann würde ich meine Kirschen ertrinken. Das möchte ich nicht. Zum anderen könnte es sein, dass ich hier eine große Sauerei verursache. Das möchte ich ebenfalls nicht. Also nehme ich meinen Teelöffel und gebe nur einige Teelöffel von meinem Kräutertee über meine Kirschen. Und ich mache das so, als wenn ich einen Aufguss aufgießen würde. Das heißt, ich verteile den Tee praktisch über all meinen Kirschen. Ich habe jetzt, glaube ich, meinen 6. Teelöffel und ich nehme noch einen 7. Wenn es jetzt 8 waren, ist auch nicht schlimm. Dann hebe ich das Ganze noch unter. Das ist ganz wichtig, denn mein Tee soll ja in möglichst viele Kirschen einziehen. Und damit das auch passiert, lasse ich das Ganze jetzt nochmal für ungefähr eine halbe Stunde im Kühlschrank stehen. Dann hat mich der Tee Zeit gehabt, in die Kirschen hineinzuziehen. Und nachher wird es dann so sein, wenn du das Ganze verspeist, wirst du zunächst einmal den Kräutertee schmecken und der Tee der Kirsche wird quasi in deinem Mund wachsen. Ich persönlich finde das immer sehr, sehr lecker. Das war's auch schon. Ich danke dir fürs Zusehen, teile das Video gerne und schalte beim nächsten Mal ein, wenn ich ein Video hochlade. Dann wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Nachmachen und natürlich guten